und ein weiterer Tag nach oben. Es hört nicht auf. Dann nutzt er das längere Wochenende dann für ein Gap nach oben. Klar, er kommt jetzt ein bisschen runter von den Tageshoch, aber insgesamt kann man schon sagen, naja, es ist mehr oder weniger eine Seitwärtsbewegung. Also nach wie vor alles in bester Ordnung. Tatsächlich gibt es in keinem der wichtigen Indizes, sagen wir jetzt mal, zumindest mal aus unserer Sicht, der deutsche Markt natürlich klar im Fokus, aber der amerikanische sowieso wichtig, gibt es nicht irgendwie ein Anzeichen dafür, dass es dreht. Also weiterhin tapfer nach oben. Man kann eigentlich nur kaufen bei jedweder Rücksetzergelegenheit, so ähnlich wie wir das hier im 15-Minuten-Chart haben, wenn immer ihr sowas seht oder irgendwie wackelig nach unten. Das kann auch in einer ganz kleinen Ebene hier beispielsweise sein, kann man eigentlich zum fünften Kauf doch nochmal ein. Denn es gibt doch keinen Grund dafür, dass der Markt in die andere Richtung geht. Ob das wirklich keinen Grund gibt, das ist eine andere Geschichte. Aber wir sehen da schon, dass selbst hier Chancen nicht genutzt werden. Ich sage das jetzt mal so, Chancen genutzt werden. Hier hat man eine relativ starke Abwärtsbewegung. Hier haben wir eine relativ starke Aufwärtswackelei. Also tatsächlich als eine starke Schwäche gezeichnet. Was für ein Deutsch. Aber ihr wisst, was ich meine. Aber es gab nirgends einen Trigger. Wir haben die letzten Tiefs nie nach unten durchstoßen. Also hier keins dieser, auch wenn ich es ein bisschen versetzt gezeichnet habe, nichts davon ist durchstoßen worden. Das heißt, der Markt nutzt selbst solche Chancen mal für, na, dann macht doch mal Schwäche. Nö, sehen wir gar nicht ein. Im Gegenteil, da geht der Markt weiter nach oben und entwickelt sich hier weiter. Es gibt im Moment nichts, was dem eigentlich entgegenzustehen scheint. Auch hier der Nasdaq ist zwar derjenige, der am schwächsten noch liegt. Er hat ein bisschen ja was aufzuholen, aber auch hier die Stärke ganz klar nach oben. Wir sehen das, dass der Markt hier ganz logisch diesen, ja, was heißt logisch, aber dieser Logik folgt, sagen wir mal so, nämlich die starke Bewegungsrichtung wird immer wieder fortgesetzt. Wenn es mal Päuschen gibt, dann gibt es dann eine Fortsetzung nach oben. Und es gibt im Moment noch keine echte Anzeichen dafür, dass sich das ändern sollte. Kann man also eigentlich nichts anderes sagen als ja, kaufen, kaufen, kaufen. Insbesondere dann, wenn es natürlich entsprechende Trigger dafür gibt. Also sprich, mal ein bisschen ein Päuschen, ein Rücksetzer, um dann zu sagen, ja gut, das nutzen wir jetzt mal, um dann wieder einzusteigen. Wir können mal auf den Zinsmarkt gucken, wie viele darüber reden. Zumindest schwächt sich so diese Abwärtsbewegung ein bisschen ab. Ich habe das hier mal so ein bisschen begleitend hier gezeichnet. Eigentlich könnte man das sogar noch mehr Abschwächung hier. Also es ist, ob es schon eine Bodenbildung ist, werden wir sehen. Aber die Dynamik lässt auch deutlich nach und damit wahrscheinlich dann auch die Sorge, dass die Zinsen deutlich weiter nach oben gehen. Denn wir wissen ja, wenn die Kurse wieder sich ein bisschen erholen, hier sehen wir das, dass die ja durchaus schubmäßig hier nach oben unterwegs sind. Wenn sich die Kurse erholen, also nach oben gehen, dann sind die Zinsrenditen wieder sinkend und viele hatten das ja als eine Sorge angesehen. Aber nachdem es ja doch das ein oder andere Feedback gab im Sinne von, nein, alles halb so wild, der Markt wird da notfalls von den Notenbanken auch unterstützt, da ist die Sorge offensichtlich ja nicht mehr so ganz so existent und die Aktienmärkte kennen nur eine Richtung und die ist die nach oben. Also, keine schlechten oder negativen Nachrichten jetzt nach Ostern zu verkünden. Im Gegenteil, es gibt eigentlich nur eins, wann immer es mal einen wackeligen Rücksetzer gibt, die Richtung weiter wieder aufzunehmen und die ist nun mal nach oben und im Moment noch nicht in irgendeiner Form von Schwäche gezeichnet. Viel mehr kann man eigentlich gar nicht sagen. In diesem Sinne, es lebe der Bulle. Lassen wir ihn laufen, solange es eben geht. Zieht halt eure Stops hinterher, das ist ganz wichtig, auch wenn ihr Einzelpositionen habt. Es kann immer mal doch drehen, aus welchen Gründen auch immer. Der Markt hätte Anlass genug, auch mal in die andere Richtung zu laufen. Aber was soll man hier von negativer Stimmung reden, wenn der Markt halt nur die eine Richtung kennt? Also da muss man dann eben entsprechend mit dem Bullen heulen. Ein sehr eigenartiges Bild, aber ihr wisst, was ich damit meine. In diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute und einen sehr guten und angenehmen Wochenstart.